Oh yeah. What is this place? I don't know. There's nothing like it in the database. Sieht schon geil aus. Ist irgendwie wie bei Alien, wenn man, ne? Wie bei Alien 1, der Film. Wenn man in so ein riesiges Raumschiff kommt und da unten jetzt die ganzen Eier liegen müssten. Aber Eier haben wir hier nicht. Dafür. Dafür Aliens. Look. Das sind deren Schiffe, ne? Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. You to be. Look at. Hey. Can I kill him yet? Relax, Eve. We're still negotiating here. Fine. My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago by us, the machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creators? Yep. Oh, there's no need to fret about that. Yeah, they were simple, infantile, almost like plants, I guess you'd say. They held no value to us, but the humans on the moon, now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. Aufwechslung. They killed uncountable numbers of their own kind, and yet loved in equal measure. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity, and now we will allow you to assist us. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us. We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that! Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Ja, doch. I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Wohin? Achso. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. Okay. The aliens were already dead. Yeah. Yeah, yeah, Erfolg. We better get back to the bunker. Okay. Das da waren Aliens, so. Mit Tentakeln und komisch grau und so. Die haben aber auch diese runden Kugelköpfe so ein bisschen, ne? So wie die Maschinen. Wobei sie das Design ja von woanders haben. Vielleicht erfahren wir das noch im Spiel. Back this way again? What a pain. Stop complaining. Yeah, yeah. Wo sollen wir sonst rausgehen? 2B, this is Operator 60. We now have an operational transporter in the city ruins. Ah. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Anyway, I'll mark the positional data on the map. Oh, hier geht's noch wohin? Hier kommen wir nicht hin.
Müssen wir später mal zurückkommen, wenn wir hier Zugang haben. Warum auch immer, wenn ich jetzt Zugang habe. Na gut. Jetzt können wir uns hin und her teleportieren. Das wird uns helfen, wenn wir Nebenquests machen. Deswegen... Ne? Eine Leiter. Hallo, Eselarsch. Knallkopf. How's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so... Here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this has a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate, too. Jetzt solltet ihr euch von anderen Transportern hierher bewegen können. Du bist wirklich in vielen Bereichen aktiv, nicht wahr? Halt einfach die Klappe. Jetzt wäre ich noch ganz rot. Zugriffspunkt Teleport. Wähle Teleport bei einem Zugriffspunkt aus, um zu anderen Terminals zu reisen. Es gibt viele Zugriffspunkte auf der ganzen Welt. Allerdings musst du sie freischalten, bevor du sie verwenden kannst. Speichern. Okay, wir haben eine ganze Menge, das ist gut. Moment. Ach, erstmal Karte. Was ist das hier? Das ist eine Questre. Muss ich denn? Was sagt da meine Hauptquest? Wo soll ich denn hinreisen? Moment. Irgendwie? Muss ich jetzt zum Bunker zurück, theoretisch? Also mit der Main Quest? Du hast eine unerwartete Mail von einem unbekannten Absender erhalten. Sie scheint auf drei Positionen in der Wüste, in der versunkenen Stadt und im Waldgebiet zu verweisen. Untersuche die Koordinaten. Das wandernde Paar ist auch noch nicht fertig. Wo könnten sie sein, ja? Okay. Achso, die Auftraggeberin müssen wir nochmal belabern. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier nochmal die Leiter hoch. Denn da oben gab es auch noch was. Man kann ja drei Pots haben. Ich glaube, man kann nur drei haben. Also ich habe bisher nur... Ich kenne nur drei, sagen wir so. Und den dritten, den können wir uns jetzt langsam holen. Hoppala. Also holen sie erstmal den dritten Port. Da hinten ist noch so ein Ding. Nehme ich natürlich mit. Wir können ja später noch zum Bunker teleportieren. Wir können jetzt erstmal wieder ein Nebenquest machen. Yay. Sieh, nervig. Ja. Yeah. Aber gute Erfahrung, ne? So, da oben wollen wir rein. In den Kanal, der da oben ist. Hi! Denn hier ist so eine Ecke in der Kanalisation aufgegangen, dadurch, dass hier was kaputt ist. Wo man in der Story erst ganz viel später erst reingeschickt wird. Da kann man so früh schon eigentlich rein. Wenn man dann weiß, wo es ist. Ja.
Hoppala. Und ein neuer Speicherpunkt, ein Teleportpunkt. So, irgendwo hier haben wir sogar noch eine Quest. Das wandernde Paar, glaube ich. Ja. Das war Mark irgendwas. Bisschen Geld wieder. Ich mag Geld. Na? Ja. Wenn wir einen anderen Pod haben, dann können wir da auch den Laser dran montieren. Ich glaube, da ist... Oder anders irgendwie nochmal das Drehen. Mit den Sachen, die wir haben. Ja, da ist das Widerstandspaar. Um die kümmere ich mich auch gleich. Stört ihr mich? Nee, ne? Ihr seid lieb, da oben. So, dann stellen wir uns mal hier irgendwo hin. Hier ist Gras. Und dann angeln wir mal. Ja, wenn wir können. Good. Los geht's. Und hoffen wir mal, dass wir den Pod kriegen. Upp, das ging schnell. Was? Was ist das? So ein Trilobit? Pfeilschwanzkrebsmaschine. Na los. Na los. Cash lost. Na, war da nicht irgendwas? Wusste ich doch. Das ist ein Seestern, hä? Wie trist eigentlich das Meer aussieht, ne? Na komm, beiß an. Ich weiß, du willst es. Eigentlich an der falschen Stelle. Muss ich mal... Na, Moment. Hopp. Nicht reinfallen. Nicht. Out. Ich hab doch gerade gesagt, nicht reinfallen. Mensch. So. Ich sehe gar nichts hier. Upp. Was bist du denn? Oh, weiß. Quastenflosser. Okay. Ist das noch eine Chance, dass man den Pod kriegt? Den kriegt man doch hier, oder? Bin ich jetzt irgendwie komplett daneben? Ich dachte, wir werfen jetzt einmal aus und haben den direkt. Wir können dann wieder gehen. Wasserfloh, okay.
fresh. Hm. Na gut. Ein Kugelfisch. Kein mechanischer. Hm. Wenn es den auch in mechanisch gibt, ist der dann auch giftig eigentlich? Oh. Hypothesis. Garbage. Garbage, ja. Ein Reifen. Der auch ins Fischlexikon natürlich gehört. Wie soll es auch anders sein? Das geht aber schnell jetzt. Gefällt mir. Oh, da ist er. Yay. I caught a pod? Ja. Hypothesis. The owner discarded this pod and left it in safe mode. Motives unknown. Pod, reset it and try to overwrite the original owner ID. Cool. Activation complete. Access granted. Mhm. Previous owner ID successfully overwritten. Special weaponry now available. Das ist es. Das hat nicht so viel Reichweite, ne? Ja. So, wie mache ich denn das jetzt? Nicht da. Wo ist es? Hier. Was gebe ich denn was? Laser sollte Klinge haben, oder? Und Gatling gebe ich dann den Laser. Also, ja. Weil der eher Nahkampf ist. Und die Rakete ist mir scheißegal, was das Ding hat. Das benutze ich eh nicht. Ja, das ist ziemlich ungenau und so. Ne? Und schwächer als die anderen halt, also DPS-mäßig. Und, ja. So, dann gehen wir mal auf den, keine Ahnung. So, und der hat jetzt als Aufladeding die Warte mal, das hätten wir auch mit 3 Pots machen können, verdammt. Okay. Also alle unsere Sachen können wir jetzt auf 3 Pots aufladen. Wir gehen mal direkt zu dem Pärchen und schauen mal. Na, ihr beiden? Na, komm schon. Hallo, erinnerst du dich an uns? Na klar, du hast uns erst kürzlich nicht gerettet. Ja. Danke nochmal für die Hilfe. Ich weiß, das ist peinlich, aber wenn du Zeit hast, könnten wir erneut deine Hilfe gebrauchen. Sei nicht so dreist, schon wieder um Hilfe zu bitten. Aber... Nun, was ist denn? Braucht ihr weitere Teile, um euch zu reparieren? Das kann ich nicht annehmen. Vergiss deinen Stolz, du dummer Mann. Wir brauchen Hilfe, das weißt du auch. Ich weiß, aber... Warum musst du immer so stur sein? Lass mich das einfach erledigen. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Aber nicht, um Teile zu finden. Wir wollen eigentlich in ein Land jenseits des Meeres fliehen. Ach, wie soll denn das gehen? Es gibt eine sympathische Person beim Widerstand, die uns Hilfe angeboten hat. Die Leute nennen ihn den Emanzipator. Er macht das allerdings nicht umsonst. Ich will offen sein. Wir brauchen 50.000 Gold, um seinen Dienst zu bezahlen. Würdest du uns wohl schenken? Ich kann nicht, ne? Hm, scheinbar hast du kein Geld bei dir. Komm wieder, wenn du genug Geld hast, okay? 50.000? Im Ernst? Echt? Gab es eine Quest, die so viel Geld von einem will? Hm. Wie haben wir denn? 30 oder so, ne? Ein bisschen mehr jetzt mittlerweile? 38. Ja, sind ja nicht so weit davon entfernt, die 50.000 vollzukriegen. Looten wir hier noch die Leiche. Von Rio... Rio Razor Pro? Okay. Razor Pro, warum auch immer. Ja. Guck, jetzt sind wir schon 132 Gold näher dran. Wirklich so viel... Hm, funktioniert. Machen wir das mal mit 3. Hm, wie schön das aussieht. Hm. Ist der Laser denn schwächer als das normale? Oder waren die einfach so hoch im Level? Das normale macht ja so 20 Schaden oder so, ne? Hm, Reichweite, hm? Das macht 11, 12. 11, 12. Okay, das gleiche, ja. Genau. Es kann sein, dass das eine höhere Frequenz ist bei dem Geschoss. Hm. 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 Könnt ihr auf jeden Fall nochmal kurz umgucken? Vielleicht finden wir noch was Spannendes. Hm, ich bin gerade nicht sicher.
Ob wir nicht sogar an das Geld hier kommen könnten. Gib mal her. Miruki. Ah, wieso haben die alle kein Geld dabei? Sauhaufen. Hm. Das ist ja dann, wie viel Geld die verloren haben, oder? Oh, hi. Verdächtiger Android. Hey, haben Sie eine Mitgliedskarte? Eine Mitgliedskarte? Ich darf niemanden hereinlassen, der keine Mitgliedskarte besitzt. Jetzt verschwinde von hier. Verhandeln. Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Ohne Mitgliedskarte kommt hier niemand rein. Sehe ich etwa aus, als hätte ich mich einfach so bestechen? In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so beleidigt worden. Hm, also deine Mitgliedskarte scheint in Ordnung zu sein. Für 1000 Gold, okay. Geld, wie auch immer. Ich hoffe, das müssen wir nicht immer bezahlen. Ich glaube nicht, ne? Hm, das war einmal, ne? Schauen wir uns da drin mal kurz um. Nur mal kurz, ja. Sagt er und wart nie wieder draußen gesehen. This is unexpected. Hm? Was war das hier? Es gab ja drei Arenen, richtig? Ist das hier die Arena? Nee. Hm. Cool, da kämpft gerade jemand. Das ist die richtige Einstellung. Immer da zu schlagen, wo es am meisten wehtut. Okay. Okay. Hm. Können wir mal hier mit ein paar Leuten reden? Hier ist Zutritt verboten. Außer für Kämpfer des Kolosseums. Wenn du kämpfen willst, musst du dich zuerst an der Rezeption registrieren lassen. Gibt es dafür Geld? Vielleicht als Belohnung? Hier, Fremder. Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Willst du was kaufen? Ah, okay. Geld. Pot upgraden kann sie auch. Die kauft sie, ne? Verkauft sie. Nee, hä? Sicherungschips? Das ist das Upgraden von Chips? Ah. Hm, kostet Geld und brauchen wir noch nicht. Lohnt sich auch noch nicht. Wir haben keine guten Chips, außer jetzt vielleicht nicht. Also sehr billige Chips, die, wovon ich zwei habe, die lohnen sich halt, aber weiß nicht. Wenn ich zwei hiervon hätte zum Beispiel, die würde ich verbinden. Aber ich will die nicht mit einem Siebener zusammen verbinden. Dann wird daraus ein Siebener. Ja. Wenn ich zwei Fünfer zusammen verbinde, dann wird daraus ein Sechser. Also wenn ich einen Sechser finden würde und den Fünfer zusammen, dann würde sich das auch noch lohnen. Hm. Na gut. Verkaufen, das wollte ich. Ah, was? Ja, du willst nichts kaufen? Was denn? Das glaubst du nicht. Also ich habe gerade erst angefangen, okay? Ich versuche, noch einen Bogen rauszukriechen. Moment. Ja, das hatten wir schon. Wir können ein bisschen was verkaufen von dem Fisch zum Beispiel. Den brauchen wir dafür nichts anderes. Wenn ich... Perle, warte mal, was sind das? Ja. Wenn wir bei den Sachen angekommen sind, die wir verkaufen können, steht da auch, das kann verkauft werden da. Kann verkauft werden da. Mhm. Alte Masken. Wow. Maschinenkerne. Sehr schön. Habe ich gerade einen Erfolg dafür bekommen, dass ich reich bin? Kann verkauft werden. Ja, die Fische sind gar nicht so wenig wert. Also wenn ich nochmal Geld scheffeln will, dann kann ich das hier mitmachen. Okay. Also nicht angeln gehen. Hehehe, danke. Ich habe dir gerade Geld abgenommen. Eigentlich, aber gut. So, Rezeptionistin. Sie scheinen zum ersten Mal hier zu sein. In dem Fall seien Sie willkommen auf dem Gipfel der Unterhaltung. Ein Ort, an dem Androiden und Maschinen im Kampf ihr Leben riskieren. Und ja, technisch gesehen widerspricht das den Vorschriften des Widerstands, aber jeder muss mal Dampf ablassen. Habe ich recht? Bitte lassen Sie es mich wissen, falls Sie teilnehmen möchten. Ja. Zum Kampf anmelden. Zocker-Kolosseum ist das hier. Okay. Sehr schön, dann trage ich sie mal ein. Ach übrigens, es ist nicht erlaubt, in dieser Arena Gegenstände zu benutzen. Okay. Wir können schließlich nicht zulassen, dass ein Haufen Schwächlinge sich ohne Strategie durchkämpft, oder? Welchen Rang möchten sie probieren? Ich glaube, das ist auch der einzige, den wir machen sollten, hm? Huh?
Also ich kann mich nicht durch Items heilen auf jeden Fall. Der Turm ist nervig. Um ehrlich zu sein. Den wollte ich nicht anvisieren, aber auch gut. Kann ich alle noch mit Geschossen platt machen hier. Nicht wahr? Ach ja, das geht noch weiter. Komm schon. Yeah. Oh. Doch noch mal treffen lassen. Glückwunsch, hier ist Ihre Belohnung für den Sieg in der E-Klasse. Ist ganz schön, ab und zu mal die Haarfarbe zu ändern, nicht wahr? Ach, hier kriegen wir Haarfarben. Oh, ganz viele. Irgendwas doppelt? Nee. Es sind einfach wirklich so viele. Okay, cool. Wir müssen auf solche Kleinigkeiten achten, um uns vom Alltag abzulenken. Ansonsten würden wir bei den ständigen Kämpfen alle durchdrehen. Ja, wir müssen kämpfen, um uns abzulenken von den Kämpfen. Perfekt. Okay, tut mir leid, ich bin etwas abgeschweift. Sie können jederzeit zu mir kommen, okay? Hey, sind deine Getriebe eingerostet oder was? Du mach schon. Tut mir leid, tut mir leid. Pa, du bist nicht zu gebrauchen. Ich sollte dich eintauschen. Dann wäre... Dann hätte ich... Was? Dann hätte ich das aus dem Kopf. Was? Tut mir leid, tut mir leid. Aus irgendeinem Grund will dieser Schrotthaufen absolut nicht mehr kämpfen. Ja, wie kommt das nur? Wenn man nur zernichtet wird, ist ja auch logisch, oder? Was haben wir jetzt für Haarfarben? Nehmen wir mal eine davon. Die sind hier... blau? Oder... ich nehme mal schwarz. So. Sieht merkwürdig aus. Okay. Machen wir. Versuchen wir mal den nächsten Kampf. 35? Ist schon ein bisschen hoch. It's time to kick off this D-rank match, folks. I mean, once I say to begin, we'll kick it off. We won't start during the explanation of how to start. I'm making this very confusing. Aha. Yeah. Anyway, this is for real. Now fight! Oh man. Okay, das dauert schon zu lange. Also, die Ebene machen wir noch, aber danach müssen wir erstmal woanders hin. Hoppala. Ciao. Oh, verdammt, die Ebene machen wir noch, ne? Ha, toll, geil. Dafür müssen wir auch überleben. Na komm. Wow. Wie gemein die sind. Vor allem kommen da noch gleich andere Viecher. Hör auf! Nein, nicht der Laser. Sei artig. Ah, die Geschosse, ey. Nein, nein.
Hoppala. Ich will nicht sterben, danke. Ah, verdammt. Okay. Das machen wir dann später, wenn wir ein höheres Level haben. Map. Gut. So. Tja, Pech, aber davon lassen Sie sich nicht aufhalten. Probieren Sie es einfach noch einmal. Okay, Moment. Gut. Machen wir dann ein andermal weiter. Wir können nochmal die Haarfarbe ändern. Vielleicht hat die uns einfach nur Pech gebracht. Ich denke, da werde ich einfach mal so durchwechseln. Demnächst nehmen wir mal rot. Ja, blau. Das beißt sich ein bisschen mit der Schleife. Moment. Können wir die mal absetzen? Da. Gut. Können wir wieder raus? Also Geld verdient haben wir jetzt hier drin nicht. Also an der Arena nicht wirklich. Aber wir haben Sachen verkauft. Unter anderem über 70 Maschinenkerne. Die über 7 Maschinenkerne, die sehr, sehr viel wert waren. Also können wir den Androiden hier draußen die 50.000 geben. Das ist schon mal sehr cool. Dann können wir noch zum Narrenerfinder gehen und ihm auch nochmal ein paar Mal 20.000 geben. Und dann ist unser Geld nachher auch schon wieder alle. Ist das nicht toll? Wie im echten Leben. Man hat nie genug. Yep. Zurücksetzen 1. Was macht denn Zurücksetzen? Was macht denn Zurücksetzen? Überlege ich gerade. Free! Schwarze Perlen. Was macht denn Zurücksetzen? Anpassen. Alle Chips. Ist das alphabetisch? Nein. Da. Chance auf Wiederauferstehung. Ach so, das ist nicht so geil. Da oben ist noch Loot. Ach so, hier geht's noch rein. Okay. Gerbstoff. Wir brauchen... Ja. Das machst du? Ach, vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese Großzügigkeit haben wir wirklich nicht verdient. Eines Tages werden wir es zurückzahlen. Das schwöre ich. Na, hoffentlich. Ja? Ja? Karte? Ah. Ist die Quest jetzt... als du ihnen das Geld gibst, um das sie benötigen, um zu verschwinden, verschwören sie, dass sie eines Tages sich erkenntlich zeigen werden. Okay. Na gut, dann geht die Quest später weiter. Gut. Ich glaube, dann sind wir hier erstmal durch. Können woanders hin. Wir können ja theoretisch auch porten, ne? Wir können erstmal zum Widerstandslager. Was? Ist das das Widerstandslager, wo ich Quests habe? Ja, okay. Denn wir laden unseren Körper hier ein. Und da drüben kommt ein anderer raus eigentlich, ne?
Wird ja nur das Bewusstsein transferiert, oder? Oder verstehe ich das falsch? Das Ganze muss einfach irgendwie so eine Art 3D-Drucker sein. Von wegen Transporter. Ja, ja. Du hast eine neue Aufgabe für mich. Lass mich erstmal die alte abgeben. Da hinten. Und speichern. Gut. Hey, ihr seid wieder da. Und wie ist es gelaufen? Habt ihr ihn gefunden, oder? Oder... Achso. Ja, Wahrheit sagen. Es tut mir sehr leid, aber dein Freund ist tot. Oh. Er hatte versucht, sich an der Maschine zu rächen, die seine Kameraden tötete. Oh, nein. Oh. Oh. Doch er war nicht stark genug und die Maschine hat stattdessen dann ihn getötet. Verdammte Maschinen, ich werde sie alle umbringen. Wow, richtig, alles ist gut. Wir haben die Maschine erledigt, die deinen Freund getötet hat. Habt ihr? Ja, haben wir. Das bedeutet, dass kein anderer mehr Rache nehmen muss. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich habe weder jemanden, den ich liebe, noch jemanden, den ich töten kann. Ich habe nichts. Das ist nicht... Komm schon. Nein, es. Sieh mal, wir kommen wieder, okay? Wir kommen wieder und sehen nach dir. Hm, okay. Jetzt kommt das Spiel hier wieder an mit seiner traurigen Musik. Ach, Mann. Hm. Stimmt irgendetwas nicht? Ihr seid von Joha, stimmt? Ob ihr wohl... Es ist so, dass ich kürzlich bei einem Handgemenge mit einigen Maschinenwesen den Kürzeren gezogen habe. Beim Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitete, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Mhm. Nehmt zum Beispiel diese Fotos. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was auf ihnen zu sehen war. Ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Das ist die Wüstenoase, ja. Das ist der Vergnügungspark. Und das ist ein Ort, an dem wir noch nicht waren, glaube ich. Ja? Ich verstehe, dass ihr beschäftigt seid, aber wenn ihr Zeit habt, solltet mir zu helfen, dann wüsste ich das sehr zu schätzen. Klar helfen wir. Vielen, vielen Dank. Hm. Wenn ihr die auf den Fotos abgebildeten Orte findet, schickt mir bitte die Koordinaten. Hoffentlich hilft mir das dann, meine fehlenden Erinnerungen wiederherzustellen. Ey, hör auf mich zu schieben. Wir geben dir Bescheid. Wenn wir etwas finden. Danke. Okay. Oh, wir haben so viele Punkte auf der Minimap. Oh. Hi. Bist du jetzt auch übergelaufen? Oh, wunderbar. Dieses Kopfteil, einfach wunderbar. Wenn du das ausrüstest, kannst du sehen. Du kannst die Welt sehen. Hör zu. Du kannst mir jede Frage stellen, denn ich bin allwissend. Hatten wir die Fragen schon gestellt, der anderen? Was ist die Währung? Genau, ich sage ja immer Gold, aber das ist ja G. Was heißt denn das? Grundsätzlich werden die Überreste von zerstörten Gegnern zerlegt und zur Produktion neuer Produkte verwendet, die wir dann handeln. Das ist viel einfacher, als umständliches Eisen abbauen zu müssen. Je nach Schwere der Überreste und Wertigkeit der erhaltenen Teile wird der Preis festgelegt. Die Einheit lautet G. Ja, wofür steht die Abkürzung? Wie man G ausspricht? Nun, das ist ein Geheimnis. Streng geheim. Toll. Okay. Gut, der Rest brauchen wir nicht. Passt schon. Jederzeit. Du kannst mir jederzeit Fragen stellen. Gut. Places look familiar. One looks like the amusement park, one looks like the desert, and one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. Können wir uns nicht auch dahin porten? Oh, da ist noch eine Quest zum Annehmen, die ich eben nicht gesehen habe. Da hinten. Ja, komm schon.
Ich will noch mehr Marker auf meiner Karte haben. Los. Zack. Und was jetzt? Was jetzt? Was? Was ist los? Was ist denn los? Genau. Vielleicht kann ich dir helfen. Sag, du bist doch aus dem Bunker, oder? Tja, ich habe ein paar auszuliefernde Pakete, aber ich kriege sie einfach nicht aus dem Lager. Einer meiner Vorgesetzten sollte sich eigentlich darum kümmern, aber jetzt liegt es an mir. Die Dinger sind komplett zugebaut. Dafür lässt sie meinen Kopf rollen. Ich muss die Pakete für den Transport da rausbekommen. Glaubst du, du kannst die Waren für mich rausbekommen? Na klar. Großartig. Tausend Dank. Hm, ja. Achso. Ich gehe automatisch rein. Marking objects likely to be the targeted packages. I can't get them out like this. Ugh. Better make a path first. Da ist noch ein extra Loot. Nee. Was? Kann ich ziehen und schieben? Ich kann nicht ziehen. Okay. Was? Kann ich nicht ziehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ha. Huh. Also sie macht doch die Bewegung, als ob, oder? Hm. Kann ich die seitlich bewegen? Nee. Okay. Ich das jetzt nach rechts schiebe, dann komme ich ja nicht ins Item ran, was auch immer da ist. Kann ich... Ich kann halt auch nicht rüber. Nee. Hm. Nein, 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 lass mich. Keine Erinnerung. Passt. Hm. Komme ich da überhaupt schon durch? Bin ich gerade komplett plemplem? Ich kann es nur so ein bisschen schieben. Okay. Dann hilft das. Jetzt komme ich hier durch. Also die Box da oben kann ich nicht, sollte ich nicht bewegen von hier aus. Nee. Warum ist das die gleiche Taste wie schieben? Na komm, sie will es auch nicht nach rechts ziehen, obwohl sie die Bewegung dafür macht. Warum macht sie die denn? Wenn ich das Ding jetzt ein Stück reinschiebe, dann komme ich da ja gar nicht mehr ran, oder doch? Ach nee, ich bin doof. Alles klar. Alles klar. Ich muss nochmal von vorne. Kann ich das nochmal resetten? Nach draußen gehen? Ich habe nicht gesehen, dass man unten runden laufen konnte. Können wir das nochmal machen? Ja. Ja, zustimmen. Ich habe den Anfang verhauen. Ich will ja nach Möglichkeit das obere Ding natürlich machen. Und hier kann man lang. Ja, alles klar. Und gleichzeitig das Paket da rechts unten auch noch haben. Also von daher musste ich eben von vorne machen. Gut. Nein, nicht mit 9S reden. Lass mich. Gut. Das reicht schon. Nein. Temposalbe. Okay, hat sich nicht gelohnt. Okay. Okay, that should be all of the packages. Mhm. Ärger schlichten. Yep, nach draußen. Na, wie sieht's aus? Du hast wirklich alle gefunden? Du bist ein echter Lebensretter. Du solltest wirklich die Lagerlogistik überdenken. Darin kann man ja kaum laufen. Ernsthaft? Da muss dringend mal aufgeräumt werden. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es mit meiner Vorgesetzten besprechen. Hier eine kleine Entschädigung für deine Mühen. Ausweichchips. Na gut. Gut. Etwas abgehakt.
teleporte ich denn jetzt als erstes hin? Theoretisch zum Vergnügungspark. Ist dann der Teleporter da noch zur Verfügung? Hier. Aber das ist ja eh die Fotogeschichte, also die können wir eh nicht zu Ende bringen, weil es da ein Gebiet fehlt, wo wir noch nicht hin können. So mit Wasserfällen. Im Wald. Oh. Widerstand schwinden aktualisiert, weil. Geh und sieh nach der Frau im Widerstandslager. Aha, okay. Okay, da muss man ja auch mal hin. Das war die, die eben so niedergeschlagen war, wegen. Weil sie keine Rache nehmen konnte, ne? Naja. Ja, ja. Nimm mit. Na wirklich? Komm. Ich sollte das Waffenset mal ändern. Setz mal auf der anderen Waffe, die leider ein bisschen niedriger im Level ist. Ja. So, hier ist das erste Bild. Das wandernde Paar ist auch aktualisiert. Okay. Ja. Hold on. Okay. This is one of the places in that resistance member's photographs. Better record the coordinates. Okay. Wo ist denn das wandernde Paar jetzt? Steht da irgendwo? Ob sie es wohl geschafft haben, über das Meer in Sicherheit zu gelangen? Die Karte weiß sicherlich mehr. Hoppala. Dahin, ja. Das wandernde Paar. Laufe ich jetzt von hier aus dahin? Nee, Porten, ja. Auch sonst stelle ich mich mit meinem größten Widersacher einmal extra. Nämlich dem Ladebildschirm. Der ist fast so schlimm wie die unsichtbare Wand im Spiel. Die unsichtbare Wand ist fast genauso schlimm, meine ich. Wo wurde ich hin? Da. Ja. Ich mag Ladebildschirme nicht.